Sicher im Sattel. Die erste größere Veranstaltung in der Gemeinde Mauren-Schanwald nach einer langen Corona-Pause. Wir sind froh, dass wir die Veranstaltung jetzt durchführen können. Es ist ja fast schon ein Jahr lang nichts mehr passiert. Mit dem Sicher im Sattel vom Elternrat sowie vom Verkehrsclub Liechtenstein organisiert, findet da statt. Und es sind ca. 20, 25 Kinder angemeldet und das hat mich Gruppe aufgeteilt, wo jetzt da Verkehrsschule kann. Tanja Seele ist im Vorstand des Elternrats Mauren-Schanwald, der schon zahlreiche Anlässe organisiert hat, aber dieses Mal mit einem Schutzkonzept. Corona-bedingt haben wir eine Umstellung stattfinden lassen, weil es hätten ja nicht mehr wie 25 Leute in Gruppen sein dürfen. Darum haben wir es so gemacht, dass wir maximal 21 Kinder mit deren Eltern, also ein Teil der Eltern, aber die haben wir dann sofort gedrängt, dass wir eigentlich nie mehr wie 25 Leute auf einem Raum sind. Ja. Die Zusammenarbeit aller Mitwirkenden funktioniert einwandfrei. Die Instruktoren von der Landespolizeiverkehr sind auch dabei, sowie auch der Elternrat, der da dementsprechend unterstützt. Und da tun herzlichen Dank an den Elternrat, den Verkehrsclub und der Verkehrspolizei, wo sich da alle zwei Jahre kann auf Mauren und das auch den Schülern und aber auch den Eltern eine Schulung geben im Verhalten, im Verkehr abfahren. Es ist nicht nur in Mauren, sondern auch, was ich weiß, in Balzers ist. Es gibt diverse Austragungsorte für den Kurs. Ein kleiner Velocheck hat man gemacht in der Gruppe. Es ist so, dass die Erwachsenen den Theorieteil absolvieren. Das heisst, wir bekommen jetzt wertvolle Informationen über, was wir beachten müssen mit dem Kind im Verkehr. Und die Kinder sind im sogenannten Schonraum. Das ist eigentlich der Parkplatz da vorne, wo sie noch nicht im Verkehr üben dürfen, gewisse Situationen üben dürfen. Und nachher wird dann in Gruppen im Verkehr gegangen und da alles selbst dann ausprobiert, was man dann gelernt hat. Und sogar die Eltern können was dazu lernen. Das sind sehr wertvolle Informationen. Wir fahren in einem Kreisel. Darf ich als Elternteil auf dem Trottoir fahren, weil mein 12-jähriges Kind darf ich also erst bis zu 12 Jahre und so weiter. Also es sind sehr schöne Informationen, die man mitnehmen kann, wo man sicher immer wieder gute Auffrischung ist. Ich habe vor ein paar Jahren mit meinem grösseren Sohn gemacht und bin jetzt aber wieder froh gewesen, zum neuen oder wiederholten Informationen zu hören, dass man wirklich wieder sicher ist im Sattel. Ich fahre Rad, vor allem gerade jetzt da mit dem Egelsee, wo mit dem Radweg und vor allem um Rietdamm. Aber ich bin eher ein Fußgänger, aber ich setze mir ein, dass die Radwege erschlossen werden, der Lokenschluss noch fertiggestellt werden. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Langsam mit der Öffnung, dass wir jetzt aussen und die Wirtschaft öffnen und ist der nächste Schritt und dass auch Besucherzahlen in den Veranstaltungen erhöht worden sind, denke ich mir, dass auch weitere Veranstaltungen demnächst stattfinden werden.